Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute hoffentlich mit längerer Helligkeit. Ich bin nämlich heute etwas früher dran und möchte so ein bisschen das Tageslicht auf jeden Fall noch ausnutzen. Letzte Woche, was mir leider nicht ganz so aufgefallen ist, ist es ja so die letzte Viertelstunde doch ziemlich duster geworden, was mir wirklich sehr, sehr leid tat. Aber es hat nicht so dunkel gewirkt, wie es dann in der Kamera war. Dementsprechend bin ich heute früher dran und denke auch, dass da eh keine Sonne scheint, das Tageslicht heute ausreichend ist und ich einfach die Softboxen heute nicht brauche. Es war ja eine sehr, sehr kalte Woche mit wirklich zweistelligen Graden im Minusbereich, was ich wirklich unfassbar kalt fand. Allein dieses Eingemummeln morgens, das Auspacken im Büro, dann wieder das Einmummeln am Arbeitsende und dann wieder das Auspacken zu Hause. Ich finde das wirklich anstrengend und freue mich schon jetzt darauf, wenn man endlich wieder offene Schuhe tragen kann und einfach mit einer lockeren Strickjacke morgens aus dem Haus geht. Aber wir scheinen ja das Schlimmste hinter uns gelassen zu haben. Es ist ja theoretisch seit 1. März auch meteorologischer Frühlingsanfang. Und wenn ich daran denke, dass wir vor einem Jahr zur Leipziger Buchmesse wirklich ohne Jacke im Sonnenschein draußen standen, hoffe ich einfach, dass es in 2 Wochen schon so ein bisschen Frühlingsanfang ist. Denn in 2 Wochen ist ja schon die Buchmesse und ich freue mich wirklich sehr darauf. Termine sind geplant und getaktet hin und her geschoben und es gibt so viel zu entdecken und Autoren, die ich sehen will, Menschen, die ich treffen möchte und natürlich auch dann das Booktuber, Zuschauer-Blogger-Treffen Samstagnachmittag. Ich bin da einfach sehr, sehr gespannt und freue mich auf all diese Begegnungen und ich werde ja von Freitag bis Sonntag früher Nachmittag da sein. Freitag schon sehr, sehr früh, weil ich da bereits einen wunderbaren Frühstückstermin habe, noch vor der Messe, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und in 2 Wochen ist es tatsächlich schon soweit, beziehungsweise jetzt dann am Sonntag natürlich auch schon fast wieder vorbei. Es ist, kann man sich gar nicht so vorstellen, aber ich freue mich wirklich mega darauf. Meine Lesewoche war auch sehr spannend und sehr gut. Das muss man tatsächlich in dieser Woche so sagen. Es ist eine sehr, sehr gelungene Lesewoche gewesen. Auch serientechnisch habe ich etwas beendet. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen mit dem kurzen Einblick an, wie immer. Ich habe beendet Das Vermächtnis des Vaters von Jeffrey Archer als Hörbuch und habe auch beendet Erbe und Schicksal ebenfalls von Jeffrey Archer. Ich habe also Teil 2 und 3 in dieser Woche beendet. Teil 2 war ich ja letzte Woche in der Bücherwoche schon am Hören und habe jetzt sozusagen in 2 Wochen Hörzeit 3 Bände gehört und bin auch mittlerweile schon wieder bei 3 Stunden im 4. Teil und auch schon sehr froh, dass Teil 5, 6 und 7 hier vorrätig sind und Teil 5 und 6 und 7 jetzt dann demnächst vorrätig sein wird und freue mich da auf jeden Fall schon. Dann habe ich gelesen von Eva Völler den 2. Band der Time School Reihe Auf ewig mein. Darauf habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil mich ja im letzten Jahr schon der 1. Teil Auf ewig dein schon sehr begeistern konnte und ich das wirklich eine sehr gute, schöne Zeitreisen-Jugendreihe finde. Dann habe ich beendet von Markus Sakai Afterlife, ein Science-Fiction-Roman und das ist mein erster von Markus Sakai, auf den ich mega gespannt war, denn der ebenso das Thema innehält, das Leben nach dem Tod. Fand ich mega spannend. Und dann diese Woche hat mich begleitet Ready Player One von Ernest Cline, das ich ja zusammen mit ein paar YouTube-Kollegen sozusagen lese und Freunden. Und wir haben da jetzt 160 Seiten von ein bisschen was, glaube ich, über 500, über 530. Und da lesen wir noch ein Stückchen dran. Wir haben es uns ja so eingeteilt, dass wir möglichst zur Buchmesse, wenn wir eben alle aufbrechen, denn alle, mit denen ich lese, werden auf der Buchmesse sein, dann auch fertig haben. Und da haben wir im Grunde rückwärts gezählt und angefangen. Und darüber berichte ich dann natürlich auch so ein bisschen. Dann war ich bei meinem ersten Poetry Slam. Dazu möchte ich auch ein bisschen was erzählen. Und ich habe die 1. Staffel von Frankenstein Chronicles beendet. Und ihr habt es schon auf Instagram gesehen, bei mir sind vor ein paar Wochen diese kleinen Büchlein eingezogen. Und auch dazu möchte ich eine Kleinigkeit sagen. Aber wir starten
natürlich chronologisch alle Buchinfos, wie, wann es erschienen ist, was es kostet, wie viele Seiten und so weiter, findet ihr alles in der Infobox. Ich habe das ja seit der letzten Woche ein bisschen umgestellt. Einfach alle Infos, die euch irgendwie interessieren, findet ihr natürlich unten in der Infobox. Das macht mir so ein bisschen das Erzählen flüssiger und man muss nicht so Fakten immer so erzählen. Das hat mich so ein bisschen im Rede-Gedankenfluss gestört und wenn ihr was sucht, findet ihr alles unten in der Infobox. Ja, ich fange an mit der Clifton-Saga von Jeffrey Archer, Teil 2 und 3. Ich habe gelesen Das Vermächtnis des Vaters und auch Erbe und Schicksal. Es ist eine Reihe, die mich sehr, sehr gepackt hat, sehr fesselt. Nicht umsonst liest man in oder hört man in 2 Wochen im Grunde knapp 1500 Seiten. Ich höre gefühlt überall. Also das muss ich definitiv sagen. Überall, wo ich eben nicht mit einem echten Buch lesen kann, höre ich. Das ist egal, wirklich, ob ich in der Badewanne liege, Haushalt mache, also putze, bügle. Diese Woche habe ich meine Bücherregale ordentlich sauber gemacht, aussortiert, einsortiert. Bei all diesen Dingen höre ich. Ich höre, wenn ich im Solarium liege, ich höre abends so eine halbe Stunde vorm Einschlafen und auch wirklich, die Betonung liegt auch vorm Einschlafen. Ich kann nämlich nicht schlafen, wenn jemand neben mir redet. Dementsprechend ist da keine Einschlafgefahr. Da höre ich, wenn ich aber so denke, einfach so ein bisschen die Augen entspanne nach einem ganzen Tag am PC. Ich höre im Auto, wenn ich ein paar längere Strecken oder so habe. Ich höre wirklich bei jeder Gelegenheit und liebe es. Denn ich mag den Sprecher Erich Reuker unglaublich gerne in dieser Reihe. Der hat eine sehr tolle Erzählstimme, die auch nicht an Charme und Stärke verliert, wenn man sie etwas schneller dreht. Denn dank der App, die ich habe, kann ich ja jetzt auch echte Hörbücher, die nicht von Audible sind, hören und eben schneller drehen. Und das finde ich wirklich sehr angenehm, dass so sein Wirken trotz der erhöhten Geschwindigkeit auf jeden Fall auch zur Geltung kommt, was ich auch wichtig finde. Und mir macht diese große, epische Reihe sehr, sehr viel Spaß, in der wir eben die Familie Clifton und Barrington begleiten. Das sind ja eben die zwei Jungs Harry und Giles, die sich als Kinder im Elite-Internat kennenlernen und wir im ersten Teil ja so ein bisschen die Familien kennenlernen, die einzelnen Familienmitglieder, wie sich diese Freundschaft entwickelt, wie sich dann noch die Liebe zur Schwester von Giles zwischen Harry eben ergibt, zu Emma, wie dann das Leben so weitergeht, was für Dinge passieren. Es ist da so ein bisschen was vom Zweiten Weltkrieg drin. Wir erleben durch Giles so ein bisschen Politik, auch so das System, wie war das damals in den 40er, 50er Jahren? Was war da mit Frauenrechten? Wie wurden Frauen behandelt? Was ist, wenn man eine intelligente Frau war? Die spielen da so ein bisschen damit. Und natürlich auch wirklich politisch. Wie funktionierte so die Parteien? Für was standen die einzelnen Parteien im England und wie sich das so ein bisschen ergibt. Zudem haben wir eben diese Barrington-Reederei, die eben so jetzt auch den Wechsel erlebt von der Schifffahrt zum die ersten Flugzeuge gefühlt fliegen und natürlich auch Harry, der eben Autor ist und da so ein bisschen auch wieder was ganz anderes ist, wie die Kinder sich entwickeln, wie Frauen sich entwickeln, wie dieses ganze Weltbild sich im Grunde verändert und ich mag diese Geschichte unglaublich gerne. Also es ist super spannend an mancher Stelle, es ist erzählerisch an anderer, es hat Tiefgang an den richtigen Stellen und es nimmt einen so mit. Es läuft ein Film im Kopf mit, man hat die Charaktere vor Augen, die Orte vor Augen und das macht der Autor wirklich unglaublich gut und es reißt einen so in diese Welt mit und ich mag das wirklich sehr, sonst würde ich ja nicht hören und ich musste direkt, nachdem der dritte Teil einen ganz bösen Cliffhanger hatte, mit dem vierten Teil weitermachen und da möchte wieder jemand ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ignoriert ihn einfach. Der Sänger. Rambo. Nein. Und ich finde das einfach unglaublich toll, wie der Spannungsbogen ist, dass man eben auch durchaus Passagen hat, die so ein bisschen ruhiger sind, die das Leben so erzählen und die einen auch so ein bisschen einfach mitnehmen. Und ich finde das großartig. Ich finde, Jeffrey Archer hat eine Sprache, die einen entschleunigt, entspannt und trotzdem irgendwie ist man nicht gelangweilt, sondern wirklich
ja, aktiv entspannt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich total merkwürdig, aber ich finde das großartig. Das hat für mich so ein bisschen Downton Abbey-Gefühl, was einen ja auch sehr entschleunigt hat und so in diese Welt mitgenommen hat. Und es ist so eine aktive Zeitreise, die ich wirklich fantastisch finde. Und ich freue mich jetzt schon auf das Weiterhören von Teil 4, 5, 6 und 7. Ich bin ja froh, dass ich noch mehr vor als hinter mir habe. Und dann muss ich mal gucken, ja, falle ich wahrscheinlich in so ein Loch und die Welt geht zugrunde. Also ich hätte es nicht erwartet, ich muss das ganz ehrlich sagen, dass mich hat die Reihe bisher nie angesprochen. Ich hätte die auch mir nie in irgendeiner Art und Weise zugelegt, wenn nicht Miri zum Beispiel so geschwärmt davon hätte oder auch Claudia, von der ich dann auch die CDs im Grunde bekommen habe, die Hörbücher. Und ich hätte wahrscheinlich wirklich nie dazu gegriffen. Mich haben die Cover nicht so angesprochen. Auch so, der erste Teil spricht ja auch so ein bisschen vom Zweiten Weltkrieg. Da habe ich ja eine persönliche Sperre. Und ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte nicht erwartet, dass mich das so mitnimmt, so mitreißt, so begeistert. Es gibt natürlich so die ein oder andere Schwäche in dem Roman. Es gibt so einige Wiederholungen. Manche Konflikte werden immer wieder, so aus dem ersten Teil, immer wieder aufgebaut. So manche Intrigen, die ich manchmal so ein bisschen denke, ja, die sind schon ein bisschen sehr weit her geholt, aber das ist nur so, das ist so ein Moment, wo man das denkt und dann lässt man sich wieder mitnehmen. Es ist wie so ein Fluss, der so im Gleichklang ist und man einfach auf dem sich so treiben lässt und ich finde es einfach toll und ich freue mich jetzt wirklich auf die Bücher, die noch kommen und die ich dann auf jeden Fall auch hören werde. Es ist natürlich schwierig, zu den einzelnen Bänden immer irgendwas zu erzählen, weil das spoilert natürlich all die, die nicht so aktiv mit drin sind und so wird es auch die nächsten Wochen sein. Ich werde natürlich immer ein bisschen was zu der Reihe sagen. Und wahrscheinlich dann auch nach Band 7 so ein allumfassendes Video einfach machen, so ein Bann-im-Buch-Reihen-Video. Ich glaube, das ist hier definitiv wieder angebracht und dann eben, ja, im Grunde einfach, immer so ein bisschen was dazu sagen, was mir gefallen hat. Ich fand den ersten Teil wirklich sehr gut, den zweiten einen Hauch besser, der dritte war wieder so auf Level von Teil 1 und jetzt gucken wir mal, wo der vierte ist. Aber ich finde das wirklich großartig und ich habe, glaube ich, jetzt genug gequatscht, aber ich liebe diese Reihe wirklich sehr. Das neue Buch von Eva Völler ist jetzt im März erschienen oder erscheint jetzt im März und zwar Auf ewig mein. Das ist der zweite Teil der Time School Reihe und die erste Reihe von Eva Völler, die sich mit dem Thema Zeitreisen beschäftigte, war ja die Zeitenzauberreihe, die ich unglaublich geliebt habe, die zwar auch schon sehr jugendlich ist, aber so diese Idee der Zeitreisen, wie sie eben in der Zeitenzauberreihe funktioniert, was man da so für Aufgaben hat, um so diesen Zeitrhythmus zu gewähren, fand ich damals sehr, sehr toll und fand es sehr schade nach der Trilogie, dass wir Anna und Sebastiano im Grunde verlassen müssen. Und mit der Time School-Reihe kehren wir zurück in dieses Universum, denn es gibt jetzt eben diese Zeitreisenschule, diese Time School und wir erleben wieder Anna und Sebastiano, aber eben auch andere Charaktere und widmen uns vielmehr diesen Zeitreise, wie das funktioniert, wie man da ausbildet, was muss man lernen über die Epochen und man ist gefühlt viel tiefer in dem Zeitreisethema drin als im ersten Teil, also in der ersten Reihe sich ja doch eher um diese zwei rankte und man eher so diese Liebesgeschichte hatte und eben so diese normalen Menschen drumherum. Hier treffen wir eben noch auf viele andere Zeitreisenden und so ein bisschen, was steckt eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte. Und mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Er war mir persönlich eine Spur zu jugendlich. Das muss ich leider auch über den zweiten Teil sagen. Ich merke einfach, dass ich schon einfach einen Schritt weiter sozusagen im Leben bin als Anna und Sebastiano, aber das hat überhaupt keinen Abbruch getan. Ich habe es unglaublich gerne gelesen. Ich hatte es auch, glaube ich, in zweieinhalb Tagen im Grunde gelesen, so zweieinhalb Schübe durch und es hat mir einfach großartig auch gefallen. Es hat mich wieder sehr, sehr unterhalten. Ich mag den Schreibstil von Eva Völler, der sehr bildhaft ist, lebendig, modern und jung und einen so mitnimmt und es ist eben keine Seite irgendwie langweilig und ich fand auch schön, dass man diese Wiederholungen, die es im ersten Teil sehr oft gab, die sich so auf die Zeitenzauberreihe wiederholt hat, auch so die Liebesgeschichte, die einem nochmal erklärt wurde, wo ich dachte, Mensch, alle, die die Zeitenzauberreihe gelesen haben, wissen doch, wie es passiert ist. Das war hier alles nicht. Es war ein an sich schon auch irgendwo wieder abgeschlossener Fall in Teil 2, der natürlich so die Charaktere aus Teil 1 aufgreift, aber man könnte theoretisch den zweiten Band auch so ein bisschen für sich allein wieder lesen, weil der Fall, den wir hier haben, eben abgeschlossen ist. Denn
denn wir müssen hier nicht nur einen Einsatz bei Goethe in Italien machen, sondern ja, wir gehen im Grunde auch auf Weltreise. Denn à la Jules Verne müssen Anna und Sebastiano in 80 Tagen um die Welt reisen. Und ja, dazu kommen, wenn Anna das nicht schafft, auch Aufgaben unterwegs zu lösen, dass Sebastiano dann im Grunde sterben muss. Und das ist natürlich so etwas ganz, eine ganz schlimme Botschaft, eine schwere, ja, Bürde, die hier Anna tragen muss. Und zum Glück haben wir ein bisschen Verstärkung durch Fatima und Ole, die neuen Mithauptnebencharaktere in den Geschichten, die ich großartig finde, weil sie unterschiedlicher nicht sein können. Denn Fatima war ein Haremsmädchen und Ole, ich glaube, irgend so ein Wikinger-Kriegersohn, und ich finde das großartig. Ich mag diese totalen Unterschiede zwischen den Zeiten, wo die herkommen und wie das alles so funktionieren kann. Und ja, das ist einfach eine großartige Truppe, und ich mochte auch so dieses ganze Gruppengefühl, diese Freundschaften, die sich entwickeln, die Spannungen, die sich aufbauen, und man dann eben so auf Reisen geht, natürlich total in der Welt gefühlt umherkommt und sich an Jules Verne so anlehnt. Ein Buch, das ich ja sehr, sehr mochte, an 80 Tagen um die Welt, und ich mich da wieder so ein bisschen erinnert gefühlt habe und dachte, Mensch, von Jules Verne hast du auch schon ewig nichts mehr gelesen, aber ja, das hat mir einfach großartig gefallen. Und es wird auch so ein bisschen beleuchtet, ob es manchmal so selbsterfüllende Prophezeiungen gibt, also dass man eigentlich versucht ja etwas zu verhindern, aber in dem Moment, wo man überhaupt eingreift und anwesend ist, überhaupt erst etwas zum Verhindern gibt. Und das fand ich ein sehr spannendes Thema im Band 2, das eben so ein bisschen ja, näher beleuchtet wurde, und wirklich diese 80 Tage Weltreise. Es hat viel Spaß gemacht, die wieder zu begleiten. Ich bin ein Fan von Anna und Sebastiano. Ich mag, wie die so miteinander sind, dass es da selten Drama gibt, dass die ehrlich miteinander sind, offen sind, dass es da gefühlt keine Geheimnisse gibt, dass die miteinander an Lösungen arbeiten und keine Spielchen miteinander spielen, was ja sehr oft in Jugendbüchern der Fall ist, so aller, oh, er ruft nicht an, dann rufe ich auch nicht an, oh, er hat das gesagt, ich sag das, und so diese Sticheleien, die es ja sehr oft in Jugendbüchern zwischen so jungen, liebenden, Verliebten gibt, finde ich immer sehr nervig, weil ich denke, dass ich war einfach nicht so, und ich bin auch heute kein Spielchenspieler, und ich kann das einfach nicht verstehen, dass man nicht offen und ehrlich miteinander ist. Und das ist ja auch tatsächlich immer irgendwas gewesen, auch in zum Beispiel in die Bestimmung, wie die miteinander zum Teil umgegangen sind, wo sie ihm ins Gesicht im Grunde lügt und sich dann wundert, dass er beleidigt ist. Und ich mir dachte, oh Mensch, Triss, was regst du dich auf? Das ist eben so eine Liebesgeschichte, die funktioniert, die mir Spaß macht, die einfach so wunderbar miteinander fungieren. Und ich finde, das ist ein viel besseres Vorbild, klingt so blöd, aber das ist eine viel bessere Einstellung zueinander, als wenn man sich eben ständig anzickt und ja, rufst du nicht an, rufe ich auch nicht an. Ich finde, dass das hat nichts, was irgendwie fürs Leben eine Message irgendwie ist. Und aus dem Alter ist man halt auch irgendwann hoffentlich raus. Ja, wahrscheinlich nicht. Gibt genügend, auch in meinem Alter, die, glaube ich, noch so drauf sind, was ich durchaus sehr nervig finde und anstrengend. Aber ja, man kann halt Menschen auch nicht ändern, ne? Man kann ja nur seine eigene Einstellung dazu verändern. Aber es wird jetzt viel zu philosophisch, das wollte ich jetzt gar nicht werden. Aber mir hat der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mega gespannt auf den dritten Teil, der wahrscheinlich Auf ewig uns heißen wird, was ja so ein bisschen an Auf ewig mein, dein, unser, war das Beethoven? Ich glaube, ja, was ich einfach großartig finde. Ja, ich glaube, es war Beethoven. Und was ich so eine schöne Anspielung einfach auch wieder finde. Und ich denke mal, der dritte Teil wird im nächsten Jahr kommen, und ich freue mich drauf. Also es ist natürlich ein Jugendbuch, aber es sind wirklich Jugendbücher, ja, die, finde ich, mit zu ihren Besten in ihrem Genre gehören, die auch durch diesen Zeitreisefaktor eben einfach mal was anderes sind, weil etwas anderes im Vordergrund steht und man eben einfach so Epochen kennenlernt, Dinge, die wichtig waren, die man beachten muss, und wie eben das Reisen funktioniert, finde ich großartig. Und ja, ich bin ein Fan dieser Reihe, und mir hat auch der zweite Teil super, super viel Spaß gemacht. Als nächstes beendet, und zwar gestern, also Freitagabend, habe ich Afterlife von Markus Sakai. Der Autor ist ja bekannt durch diese Abnormen-Reihe, die ich noch nicht kenne, die ich aber mega, mega spannend fand. Also auch wirklich Science-Fiction, die mal düster, dunkler und anders ist. Und ich war hier mega gespannt. Mich hat der Titel angesprochen, also dieses Afterlife, nach dem Leben oder nach dem Tod. Und ja,
es ist so das Obermotto, was ist, wenn unser Tod nur der Anfang ist? Das hat mich total angefixt und ich dachte mir so, dass wir natürlich, also dass das Leben nur so eine Vorschule ist und irgendwas danach kommt, für was man all diesen Mist, den man so erlebt in diesem Leben, braucht, finde ich eine sehr interessante Vorstellung. Also, dass das nur ihr versteht. Und das hat mich mega angesprochen. Ich war total happy, als das Buch bei mir angekommen ist und ich habe es als E-Book gelesen, obwohl ich auch das Cover wirklich super düster und dunkel finde und finde, es passt unglaublich gut zu der Story. Es beginnt in London 1532, dass wir Edmund kennenlernen, einen Jungen sozusagen, der ja sehr arm ist und eben so ums Überleben kämpft und eines Tages auf einem Schiff anheuert und uns da von einem Wahnsinnswellengang erzählt und ja, da einige Leute schiffbrüchig, ja im Grunde Schiff, ja im Grunde kentert und eben einige schiffbrüchig werden und kurz bevor das Land sozusagen zu sehen ist oder als er es sieht, stirbt er selbst. Einige Momente, bevor er sozusagen gerettet wäre. Und ja, das ist dann so ein bisschen, also das ist noch nicht viel, es ist nicht gespoilert. Es ist dann so dieses, aber es ändert sich nichts. Und das war so für mich schon der Punkt nach 3 Seiten, wo ich dachte, ja Steffi, du musst da auf jeden Fall, also das war so total, hä? Und geil, also das hat mir schon mega gefallen. Dann sind wir ein bisschen abgedriftet nach Chicago, so in unsere Zeit war so mein Gefühl. Und es gibt hier einen ganz bösen, skrupellosen Attentäter, der 18 Menschen erschießt. Sehr heimtückisch, so scheinbar willkürlich, ohne Grund. Und dieser Scharfschütze wird im Grunde gejagt von 2 Polizisten. Wir haben hier Agent Will und seine Vorgesetzte Claire, die aber eben auch so ein bisschen ein Liebespaar sind, was so gar nicht in ihre Welt passt, weil eigentlich ist sie ja die taffe Karrieregeile und da passt kein Mann und schon gar kein Untertäniger so zu ihr. Aber trotzdem haben die beide so ein bisschen eine Wellenlänge. Und wir fangen so ein bisschen an mit einem Krimi-Polit-Thriller, den ich nicht erwartet habe, den ich aber anfangs spannend und wirklich cool fand und mir dachte, okay, geht jetzt in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet habe. Es kommt dann aber zu einer tödlichen Explosion und 1000 Splitter zerfetzen ja Will und ja, er ist auf einmal im dunklen Chicago angekommen. Es wirkt, als gäbe es keinen Strom mehr und ja, herzlich willkommen im Jenseits, denn er ist ja, gestorben, aber er versucht in der Schattenwelt im Grunde ja voranzukommen, um die Frau, die er liebt, zu retten. Und wen das jetzt schon an Orpheus in der Schattenwelt erinnert, der muss sich das alles moderner, spannender, düsterer, geiler und Science-Fiction-mäßiger vorstellen. Und dann ist er mitten dabei. Ich fand diese Idee wirklich großartig. Ich mochte die Story, ich mochte die Idee dahinter. Ich fand das wirklich grandios gemacht. Es war ständig bedrückend, es war spannend, es hat einen zum Teil nicht losgelassen. Und man fiebert so mit und man fragt sich, was passiert nach dem Tod? Was hat all das in der Geschichte für einen Sinn? Und nach lösen sich diese Rätsel und man ist einfach nur immer wieder sprachlos, wenn eines der 1000 Rätsel, die sich gefühlt aufmachen, eben lösen. Und man fragt sich, wie kommt man auf diese Story? Und ich finde, das hat Markus Sakai wirklich unglaublich gut gemacht. Das ist wirklich Science Fiction, die ich großartig finde, die eine düstere Zukunftsvision bringt, oder es ist ja gar keine Zukunft, denn es geht ja um den Tod. Und wo man aber nicht glaubt, wie könnte es sein, es erzählt einem ja auch keiner, wie es sein wird. Und am Ende sind wir alle nur ja eine animierte Computerprogramm und ja, wenn dann unsere Batterien eben leer sind. Naja, aber gut. Ich fand es großartig. Ich fand leider den Anfang durch dieses etwas Krimi-lastige so ein bisschen, wo ich dachte, da wusste ich nicht so recht, was mit anzufangen. Ich bin eben auch kein Krimi-Leser und ich habe ja auf Science Fiction gewartet und auf einen Thrill und auf das Düstere, was aber eher so nach einem Drittel gekommen ist. Mich hat der Anfang, so die ersten 10 Seiten, absolut gefesselt. Dann kam so dieser Krimi-Teil, den ich gut fand, aber nicht das war, was ich erwartet habe. Und als wir dann aber umschwenkten, fand ich es großartig. Daher so einen Hauch
Wehmut so ein bisschen am Anfang, aber dann wurde es wirklich, ja, und man liebt auch direkt diesen Erzählstil. Der ist auch anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Erzähler hat so eine Präsenz und die Geschichte, man ist so dabei, man ist so drin und man hat so das Gefühl, man ist Teil dieser Geschichte und man wird so mitgerissen. Und das, finde ich, macht der Autor wirklich großartig, dass man eben so durch dieses Jenseits dann im Grunde geht und ja, eben feststellt eigentlich, ja, was passiert so mit uns? Und ist das vielleicht auch wieder nur eine nächste Stufe? Und was kommt dahinter? Und man stellt sich so viele Fragen und man bekommt nicht auf alles eine Antwort, man muss es aber auch gar nicht bekommen. Und das ist einfach, ja, ich bin ein Fan dieser Legende von Orpheus und mit dieser griechischen Mythologie konnte ich, wie ich jung war, also seit ich jung war, doch relativ viel anfangen. Und es war immer was mich so ein bisschen mitgenommen, mitgerissen hat und so auch dieses Buch. Und wer eben wirklich düstere Science-Fiction mag und sich schon immer mal gefragt hat, was kommt nach dem Tod, der ist hier richtig. Und der kann sich hier mitreißen lassen, mitnehmen lassen und es ist düster, es ist brutal, an mancher Stelle auch eine Spur zu viel, zumindest so für meinen Geschmack, wo ich dachte, oh, das will ich gar nicht so genau wissen, aber man muss es wissen und man muss weiterlesen und es hat mich auch die Tage, wo ich es gelesen habe, in die Träume verfolgt und es war sehr präsent und ist auch noch in meinem Kopf und es regt dann auch wirklich sehr, sehr zum Nachdenken an, denn es löst irgendwas in einem aus und das hat es in mir also wirklich extremst getan. Und ich kann es absolut nur empfehlen, wer Science Fiction mag, wer diese Vorstellungen mag, wer es düster mag, dunkel, brutal. Und das also mit einem Krimi-Polit-Thriller-Gemisch, der hat hier wirklich großen, großen Lesespaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und zum letzten Buch der Woche kann ich noch gar nicht so viel sagen, denn wir haben erst knapp 100, ich habe es mir wieder nicht gemerkt, 160 von etwas über 500, also ich würde sagen, fast so ein gutes Drittel, würde ich sagen. Und zwar Ready Player One von Ernest Cline. Hier startet ja, wie man auch hier oben schon sehen kann, im April der Film unter der Regie von Steven Spielberg. Und das war auch der Grund, warum das Buch bei mir einziehen musste, warum ich das Buch lesen wollte, bevor ich denn dann ins Kino gehe. Denn ich muss diesen Film sehen. Ich habe mir mittlerweile auch den Trailer angesehen und fand den einfach nur bombastisch und bin mega gespannt. Denn wir sind hier in einer Science-Fiction-Welt, die ganz viele Anspielungen auf die 80er hat. Und wir sind hier in der Nerdkultur der Games angelangt, mit Anspielungen auf Filme der 80er, Musik, Spiele und allerlei Dinge. Denn wir sind hier in einer Welt, in einer Zukunftswelt, in der es nicht mehr allzu viel gibt. Denn wir sind ausgebrannt, die Welt hat nichts mehr zu bieten, es gibt im Grunde keine Möglichkeit mehr, an Orte zu reisen, außer man geht in dieses große Computernetzwerk Oasis. Und da gelangt man im Grunde mit einer Brille hin. Und der Erfinder der Oasis war auch schon ein Nerd und Hacker, ist das falsche Wort, aber so ein Computergeist. Der ist nämlich gestorben, der Milliardär, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und wir sind ja im Jahr 2044. Und als er stirbt, hinterlässt er Easter Eggs in seiner Welt, in seinen Spielen. Und wer das lösen kann und die Schlüssel findet, ja, der erbt im Grunde sein Vermögen und seine Welt. Und wir begleiten hier einen jungen, armen Jungen, naja, das ist irgendwie deutsche Sprache schwierig, auf seinen Weg, die Oasis zu erforschen und wir die dort im Grunde auch kennenlernen und der eben auf der Jagd nach dem Schlüssel ist oder die Schlüssel ist. Und ich finde das bisher spannend, großartig und ebenfalls Science-Fiction, die mich sehr, sehr begeistert. Es war ein bisschen schwierig, zwei Science-Fiction-Bücher so nebeneinander zu lesen. Ich merke einfach, dass mich das manchmal doch ein bisschen verwirrt und so habe ich auch mal einen Tag hier drin ausgesetzt und mehr in Afterlife gelesen. Und als dann Afterlife abgeschlossen war, habe ich hier dafür dann wieder zwei Leseabschnitte gelesen, weil es mich sonst, mich verwirren so ähnliche Gefühle und Leseideen einfach tatsächlich ein bisschen. Ich bin kein guter Parallelleser und wollte dann auch einfach jeder Geschichte ihren Raum geben. Nichtsdestotrotz hat mich hier, ja, die Story sehr, sehr gepackt. Es ist spannend gemacht, es ist großes Science-Fiction-Kino, es ist alles
in der Oasis möglich. Man kann sein, wer man ist mit seinem Avatar. Man kann machen, was man möchte. Man kann Orte besuchen, Planeten. Es gibt ein Riesenuniversum in dieser künstlichen Welt. Und es sind brillante Ideen dahinter, dass man da eben Grundstücke verkauft und so eben den Zugang für alle möglich macht, dass man Werbung darin schaltet und einfach in so einer verrückten, ja, erfundenen Welt ist das möglich. Und es ist ja gefühlt von unserer Welt gar nicht so weit weg. Nichtsdestotrotz ist das hier natürlich Zukunftsvision, wie sie auch düsterer gar nicht sein könnte. Denn wie die Welt außerhalb der Oasis aussieht, ist nicht ganz so prickelnd. Sehr Hammer fand ich tatsächlich. Ich glaube, es war der Epilog oder Prolog, ja, das Kapitel 000, das sogar Fußnoten hatte. Das fand ich so geil, so Hammer, so... Ja, leider hat das nicht lange angehalten, aber das hat so viel Spaß gemacht. Man war direkt so drin, man bekommt Anmerkungen dazu, was man wissen muss zu diesen Infos, und es waren geile Anspielungen auf den 80er. Nun bin ich ja ein Kind der 80er, also in den 80ern geboren. Das heißt, so manche Anspielungen verstehe ich darin nicht. Ich selbst war auch nie ein großer Zocker. Ja, ich spiele gerne Sims, das ist aber so gefühlt auch das Einzige, was ja wieder nichts mit Spielen zu tun hat, ich weiß schon. Aber ich kann mich halt daran erinnern an Freunde, die da den ersten Amiga stehen hatten und den Commodore und mein Onkel, der da so ein bisschen verrückt war, da gezockt hat und auch ich Pac-Man gespielt hat, und das sind natürlich nur ganz kleine Anfänge. Hier geht es viel nerdiger zu, und das ist so auch der Kritikpunkt, den ich habe, dass es mir manchmal zu viel ist. Dass ich so manchmal denke, so mancher Teil könnte schlanker, ranker, so ein bisschen flotter wirken. Aber ich meine, 530 Seiten wollen ja auch gefüllt werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn diese für mich etwas lang anfühlenden Sequenzen im Film gestrafft sind, dass das wirklich mega spannend ist. Denn die Welt darin, ja, die lässt mich fast sprachlos zurück. Da bin ich wirklich sehr, sehr angetan, sehr begeistert, auch vom Schreibstil von Ernest Cline. Den finde ich mega, wie er Dinge auf den Punkt bringt, wie er seine Welt schafft und uns die erzählt und was alles möglich ist. Das ist einfach Hammer. Und ich bin mega gespannt, wo das hingeht, ob mich das die restlichen 350 Seiten grob im Grunde noch begeistern kann, was noch passiert und wie es ausgeht. Nächste Woche kann ich definitiv schon ein bisschen mehr erzählen. Ich denke aber, ja, muss mal gucken, wie weit wir dann sind. Wenn natürlich das Buch zu Ende ist, wie es mir gefällt. Auch, ich finde auch das Cover von der Ausgabe wirklich mega. Ich meine, den Kleber da oben hätte ich nicht gebraucht mit der Verfilmung, aber naja, er ist halt jetzt da. Ich freue mich da auf jeden Fall schon aufs Weiterlesen. Und dann möchte ich euch ja die Wannenbücher vorstellen. Ihr habt sie vielleicht schon auf Instagram bei mir entdeckt. Und zwar ja, war die Edition Wannenbuch so lieb und hat mir 3 Wannenbücher zur Verfügung gestellt. Ich bin auf die Wannenbücher per Zufall gestoßen. Ich habe irgendwie nach Badewannenzubehör gesucht für eine liebe Freundin, die unglaublich gerne badet, die gefühlt nie duschen geht und sich lieber immer 20 Minuten in die Wanne legt. Und dachte mir, es muss doch irgendwie so Gimmicks geben für Dauer-Badewannengänger sozusagen. Und ich bin dann irgendwie drauf gestoßen, habe dann irgendwie über Instagram mir so einiges auch angeguckt und auf der Internetseite. Und dann ist eben auch der Kontakt zustande gekommen und ich durfte mir 3 Bücher sozusagen aussuchen und habe auch einen wunderbaren Badeschaum dazu bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich auch schon mit Jens, dem ich auch den Kontakt hatte, dass wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall mal auf der Buchmesse sehen werden und ich da auch diese Büchlein im Grunde so noch mir mal genauer angucke. Ja, zu den Wannenbüchern, was ist zu sagen? Also es erinnert so ein bisschen an dieses Kinderspielzeug oder Babyspielzeug, was es gibt. Also es ist im Grunde kein Buch, es ist so Plastik mit irgendwas gefüllt, sodass die sich so knibbelig anfühlen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich es meine. Und das kann eben nass werden. Also man kann die einfach in die Wanne legen, man kann die mit nassen Händen anfassen und eben irgendwie lesen. Das ist natürlich sehr genial. Es gibt unterschiedlichste Genres, von Krimi über Thriller, Liebesroman, in diesem Fall sogar ein Sachbuch. Und da findet man allerhand. Also es gibt sehr große Auswahl und es das heißt hier eben auch,
auch gelesen in 15 Minuten. Alle Wannenbücher kosten 5 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und man kann sich eben nach Herzenslust darin bedienen. Die 15 Minuten habe ich ganz unterschiedlich empfunden. Bei der Liebesgeschichte, die ich habe, kam das tatsächlich so in etwa hin. Bei dem Thriller, den ich für die Wanne hatte, nicht ganz so, der ging definitiv schneller. Aber fangen wir nach und nach an. Ich habe hier Buddhas Baden besser, Entspannungsübungen für die Wanne. Und das fand ich wirklich großartig. Vor allem, ich habe das durchgelesen und auch immer wieder mal gemacht. Ich habe die jetzt schon 3-4 Wochen hier. Und es gibt dann hier zum Beispiel eine steife Brise um die Nase. Es gibt das Badewannen-Einmal-Eins. Naschkatzen sind nicht wasserscheu. Atemlos durch die Wanne oder ein Farbkasten im Wasser. Und das fand ich wirklich schön. Das sind so Entspannungsübungen, beziehungsweise eben auch so im Hier und Jetzt leben Momente, die man eben in der Badewanne hat. Und raus aus dem Alltag, rein ins warme Wasser, sagen sie dem Stress lebewohl mit Meditation in der Badewanne. Fand ich eine großartige Idee, wäre ich irgendwie gefühlt noch nie drauf gekommen, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist vom Format halt wirklich auch super handlich und man kann es in der Badewanne eben einfach schwimmen lassen, ohne dass etwas passiert. Dann habe ich mich für einen Thriller entschieden, wo mir einfach der Titel so gefallen hat und Ewig jagt der Hai. Wo ich dachte, so ein Hai in der Badewanne, also das war so die Intention, ein Hai in der Badewanne, es ist einfach mega. Und es ist hier eben, ja, wir haben Panik auf hoher See, denn die Yacht kommt nicht vom Fleck, ein Hai wittert Beute, doch der Feind lauert manchmal woanders. Es war tatsächlich einen Moment spannend, man, ja, na, es ist halt, es hat halt theoretisch nur die 6 Seiten, die man halt so hat, ne, also hier 2, 2, 2. Da kann natürlich kein großer Thrill entstehen, aber die Wendung war cool. Also ich muss ehrlich sagen, in so kurzen Seitenzahlen eine Story zu erzählen, die einen mitnimmt und auch wirklich so einen kurzen Thrill-Moment hat, wo man so kurz atmet, ich fand das toll. Also ich muss ehrlich sagen, das finde ich persönlich großes Bücherkino, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass mich das so in 10 Minuten gefühlt wirklich so... Na, so spannend da lassen kann. Und dann super, super schön und romantisch sind 2 Herzen im 4-Pfoten-Takt. Hier haben wir den Roman sozusagen fürs Herz. Und hier geht es eben um Mia, die einen herrenlosen Welpen findet und ja, beim Joggen findet. Und dann nimmt das Schicksal eben ihren Lauf, denn sie ist Single. Und ja, hat jetzt hier einen treuen Hund sozusagen an der Seite. Und auch hier haben wir wieder die 6 Seiten. Fand ich auch sehr schön, sehr niedlich. Es ist halt eine sehr kurze Kurzgeschichte sozusagen oder eine längere Kurzgeschichte, wie auch immer man es benennen möchte. Und ich fand das wirklich super niedlich und ich finde auch die Gestaltung wirklich super, super schön. Also wenn man sich die so anguckt, da ist wirklich sehr viel Leidenschaft und Liebegefühl mit drin. Und ich finde die Idee auch einfach so lustig. Für alle, die es nicht mögen, dass ihre Bücher nass werden oder gar in die Badewanne fallen, was ja schon so manchem passiert ist. Paddy, liebe Grüße. Und ich finde das einfach eine lustige Idee. Für Leute, die gerne baden, es gibt da eine riesengroße Auswahl. Und wenn man Leute kennt, die gefühlt alles schon haben und eben Badewannenfreunde sind, ich glaube, dann kann man eben mit so einem Gimmick, mit so einem Büchlein wirklich überhaupt nichts verkehrt machen. Und ich finde es eben auch eine schöne Geschenkidee. Und man findet auf der Internetseite auch... Standorte, wo man eben in gewissen Shops dann diese Bücher kaufen kann, wo die vorrätig sind, dass man sie eben nicht bestellen müsste, sondern wirklich losgehen kann, wenn man da in der Nähe wohnt und da kann man sich einfach mal umgucken. Also schaut mal auch in die Infobox und ich danke dem Team von Wannenbuch und freue mich schon auf eine persönliche Begegnung auf der Leipziger Buchmesse und ja, fand das wirklich eine coole Leseerfahrung in der Badewanne. Diese Woche habe ich auch geguckt, die Frankenstein Chronicles auf Netflix, die wurden mir da einfach so angezeigt und es spielt ja Sean Bean mit. Dementsprechend war ich da ganz fix unterwegs und habe mir jeden Tag eine Folge angeguckt. Ich war da sehr anständig, natürlich auch, weil ich im Hörbuchfieber war und gar nicht so viel Zeit eigentlich zum Angucken hatte. Eine sehr düstere Geschichte, die glaube ich 1492 spielt und ja, unser Protagonist ist im Grunde ja so etwas wie ein
Kommissar, Polizist, und der findet eine Wasserleiche am Teich, am See, am Fluss, was auch immer es war, und stellt sich aber heraus, dass diese Leiche nicht irgendwelche Wunden an verschiedensten Stellen hatte, sondern dass die Leiche aus 8 verschiedenen Kindern entstanden ist. Und daher nimmt natürlich jetzt dann auch der Name der Serie sozusagen seinen Titel. Und wir gehen jetzt eben auf der Suche nach Frankenstein und treffen Mary Shelley, ja, die Autorin von Frankenstein, höchst selbst. Und was soll ich sagen, ich fand es Hammer. Es hat mich in den düsteren, dunklen, finsteren Bann gezogen, wie es ja durchaus auch Jack the Ripper schafft, wie es Sweeney Todd schafft, wie es viele Filme mit Johnny Depp schaffen, die in diesen Zeiten spielen. Und ja, es hat so einen makabren Unterhaltungswert, wo man selbst denkt, wie kannst du das jetzt eigentlich gut finden? Was stimmt mit dir nicht? Und man sich so fragt, was da gerade im Kopf, also ob das so normal ist, dass man das gut findet. Und ja, ich finde das durchaus normal und fand es wirklich gut. Es ist eine Serie, die sehr ruhig ist, wo aber Dinge passieren, die wirklich unter die Haut gehen. Ich habe auch direkt jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich so manche Szene vor mir habe. Und die ich wirklich dunkel fand, brutal, düster und ja, die auch einfach draufhält. Also es gab viele Momente, wo ich gemacht habe und wirklich Augen zu, und das funktioniert ja bei einem Film oder einer Serie besser, weil man tatsächlich die Augen zulassen kann und nicht wieder aufmachen muss, weil man ja lesen will. Und ja, das ist schon, also es war ein toller Sound dahinter, es waren tolle Schauspieler, auch so diese ganze Optik, wie die Kostüme sind, wie die Hintergründe geschaffen wurden, die Story. Auf das Ende wäre ich so nie im Leben gekommen. Und es gab so manchen Herzklopfmoment und auch so einen Moment in der letzten Folge, wo ich echt gedacht habe, jetzt brechen gleich alle Dämme. Und also ja, fand ich Hammer. Ich fand wirklich das Gefühl, was einem hinterlassen wurde, Hammer. Also großartige Serie. Ich musste leider feststellen, nach dem gemeinen Ende sozusagen der ersten Staffel, dass Staffel 2 auf Netflix noch nicht verfügbar ist, es ja aber eine zweite Staffel gibt. Ja, und Sean Bean natürlich. Ich glaube, man muss ihn nicht mehr lobend erwähnen, spätestens als er Boromir spielte, Odysseus oder auch Ned Stark, weiß man, der Mann kann was, und der Mann kann für mich eben auch so mittelalterliche, historische Rollen spielen. Ich finde, er würde nicht wirklich in eine moderne Rolle passen. Das merkt man so zum Beispiel bei Die Insel mit Ewan McGregor. Ich finde, da war er so ein bisschen fehl am Platz als die Rolle, die er da einnahm. Aber wenn er ins Historische kommt, das liegt ihm unglaublich. Ich finde, er hat auch so ein Gesicht, das in diese Zeit passt. Also ich finde ihn großartig. Es hat viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Und ich bin mega gespannt, wann Staffel 2 auf Netflix kommt und wann ich mir das angucke. Und ja, oder vielleicht läuft es auch gerade woanders, wenn ihr da Infos habt, immer her damit. Ich habe das wahrscheinlich mal wieder sehr spät mitbekommen, dass die Serie irgendwo läuft. Ist ja auch nicht mein bevorzugtes Genre, aber wie es manchmal so ist. Und dann noch kurz möchte ich was erzählen zu meinem ersten Poetry Slam, wo ich dabei war. Ich habe keinen Poetry Slam gemacht, ich habe mir das live angeguckt. Ich kenne Poetry Slam von Julia Engelmann, ich habe die Hörbücher gehört, so manches auf YouTube gesehen, und ich mochte ja auch weil ich Laken liebe von Colleen Hoover, wo es ja auch um Slammen geht, also um dieses Poetry Slam, was ja, glaube ich, auch die Reihe heißt ja auch Slammed, wenn ich mich jetzt nicht täusche, was ja mit unserem Titel gefühlt gar nichts zu tun hat, aber so ist das ja manchmal im Deutschen. Und ja, ich das ja nur so theoretisch kenne, und eine liebe Freundin hat mir zum Geburtstag eine Karte geschenkt und sich selbst auch eine besorgt, sodass wir einen tollen Sonntagabend hatten, und ich war total überrascht. Ich habe es mir gefühlt ganz anders vorgestellt. Ich habe mir die Slams anders vorgestellt, zumindest manche, und es sind sogar Tränchen geflossen, denn es gab eine Mädelsband, die so der Feature war, und die fand ich Hammer. Die haben 2 Lieder gespielt, die mich total getriggert haben, und ich wirklich Tränen aufgelöst da saß
Und als der Moderator dann sagte, ja, das war jetzt ein bisschen zum Warmwerden und jetzt zum nächsten Warmwerden und zum Einfinden, na, da üben wir mal ein bisschen das Klatschen und so. Meine Freundin hat dann nur angeguckt, ich glaube, dafür ist jetzt zu spät. Ja, hat mir schon gut gefallen. Also kann ich gar nicht sagen, ich hätte mal wieder nicht damit gerechnet, aber so wird man überrascht. Und es waren lustige, poetische Slams dabei, es waren ernsthafte, politische und wirklich auch ein sehr düsterer dabei, wo ich mich so fragte, gehört das hierhin? Ist das richtig? Und ich glaube, weil ich mich das fragte, war es gerade richtig. Und ich fand das toll. Also ich hätte nicht erwartet, dass mich das so fesselt, mich mitnimmt und ich wirklich so begeistert aus diesem Abend herausgehe. Nicht, dass ich jetzt überkritisch gewesen wäre oder so, das möchte ich nicht sagen, aber ich hätte mich nicht für jemanden gehalten, der zu einem Poetry Slam geht. Und auch vom Publikum her, es war so gemischt von jung bis alt und da war ich tatsächlich so das Mittelmaß und auch die Slammer vom Alter total unterschiedlich und wirklich so aus dem Leben gegriffene Situationen von einer Frau, die an der Kasse sitzt, über eine Optikerin, hin zu einem, der so Student ist und sein Studentenleben am Kaffeeautomaten erzählt, zu einem, der sehr ernst erzählt hat über ja, den Durchschnittsmenschen, das ist davon 500 Menschen, ist einer dabei, der ist Serienkiller, einer, der ist pädophil und da so, also ich fand das Hammer, ich mochte die Mischung, ich fand den ganzen Abend sehr unterhaltend, sehr tiefgründig, sehr mitnehmend und es war definitiv nicht mein letzter Poetry Slam. Das Schöne ist, dass bereits Anfang April das nächste Treffen sozusagen bei mir in der Stadt ist und ich davon ausgehe, dass meine Freundin und ich da auf jeden Fall hingehen und uns einen schönen Abend machen. Es war wirklich toll und ja, hat mir großen Spaß gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, der ja im Grunde was mit Wörtern anfangen kann, der da sich das einfach mal anschaut, ob das was für einen ist. Also ich finde, man muss das ausprobiert haben. Ich bin jetzt keiner, der eine Bucketlist hat oder Ähnlichem, wo drauf gestanden hätte, du musst zu einem Poetry Slam. Jetzt könnte man einen Punkt draus machen, du musst auch einen machen. Das finde ich übrigens auch mega mutig, sich vor so ein Publikum zu stellen und sich bewerten zu lassen. Weil das ist ja tatsächlich auch ein Slam, also eine Challenge, eine Abstimmung, wo bei uns 2x4 Leute aufgetreten sind und die beiden besten von den vieren waren dann im Finale und haben nochmal einen Slam gemacht und dann wurde abgestimmt. Also ich käme ich nie auf die, also mir würde gar nichts einfallen, was ich zu erzählen hätte. Ja, wie ihr seht, weiß gar nicht, über was ich im Leben reden soll. Ja, fand ich toll, hat mich wirklich begeistert, angetan bin ich davon und ich freue mich tatsächlich auf das nächste Mal und könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein neues Hobby wird, wo man mal so Sonntagabend hingeht und einfach Spaß hat, sich unterhalten lässt und auch was für den Kopf hat. Und ja, das war meine Woche. Meine Güte, war ja richtig was los. Es ist unglaublich. Wann habe ich denn geschlafen? Gar nicht. Wie man mir ansieht, ich schlafe gar nicht. Vielleicht bin ich auch ein Vampir, ne? Der keinen Schlaf braucht, ne? Und deswegen wie Edward Cullen alle möglichen Sprachen und Bücher kennt und kann. Und wie kam ich jetzt auf Edward Cullen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch eine schöne Woche hattet, trotz der Kälte. Vielleicht, ja, wollt ihr mir ein bisschen erzählen, was ihr gerade so lest, was ihr gerade für Buchempfehlungen habt oder ob ihr auch einen Flop gerade dabei hattet, ob ihr die Bücher kennt, von denen ich jetzt hier so geschwärmt habe, ob ihr vielleicht sogar selbst Poetry Slams macht, ob ihr da live dabei seid, vielleicht sogar einen YouTube-Kanal habt, dann immer gerne mal in die Infobox, wenn ihr da Empfehlungen habt, weil ich glaube, dass sowas auch sehr cool ist, sich eben auf YouTube anzugucken. Habe ich mich noch nicht großartig mit beschäftigt, aber wenn ihr da Tipps habt, gerne mal in die Infobox, würde ich mich sehr, sehr, nein, in die Kommentare und guckt in die Infobox, um das, ja, na, da seht ihr alles von Instagram über Facebook, über die Lesegruppen, die es gibt und guckt da gerne einfach mal vorbei. Und das war's nun von mir. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.